Herzlich willkommen hier an der Technischen Hochschule Augsburg zu unserem 20. Linux-Infotag. Es ist für mich auch eine verrückte Zahl. Seit 2002 veranstalten wir diese Linux- und Open-Source-Veranstaltung hier an der Technischen Hochschule. Und bevor ich den Dank an alle anderen richte, möchte ich da wirklich insbesondere der Hochschule danken, dass ihr heute hier so kommen konntet, dass wir da keinen Eintritt verlangen müssen. Das ist ganz, ganz wesentlich dem geschuldet, dass wir die Räume von der Hochschule so zur Verfügung bekommen. Und da möchte ich einen ganz, ganz herzlichen Dank. Hubert, wo bist du? Stellvertretend genau dort hinten. An den Hubert Högl auch, der auch den Kontakt da immer macht und der auch bei der Organisation mithilft. Dafür wirklich ganz, ganz herzlichen Dank. Ja, wir haben wieder heute versucht, ein breites Programm für euch zu machen. Wir fangen jetzt danach mit der Keynote zu Linux Gaming an, aber wir haben alle möglichen Themen wieder heute. Wir haben Workshops, also ich hoffe mal, es ist für jeden wieder was dabei. Natürlich draußen unsere Stände, die ihr hoffentlich besucht. Und wir haben auch wieder Verpflegung und alles, also so eigentlich für die, die schon länger dabei sind, das übliche Programm. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr auch jederzeit an den Luga-Stand kommen. Das ist dort unter der Treppe. Also kommt da einfach vorbei und erkundigt euch da. Ja, also ich möchte jetzt auch sonst nicht viel mehr sagen, möchte aber trotzdem noch anderen danken. Ich möchte natürlich allen Referenten und auch dem Standpersonal danken für ihren Beitrag heute. Ich möchte den Sponsoren danken und da möchte ich Markandra, Tuxedo, Buch7, den D-Punkt Verlag, Meteo Control erwähnen und auch den Heise Verlag. Ihr habt draußen noch Hefte, CT, EX und auch so Linux Sonderhefte könnt ihr noch mitnehmen, auch am Luga-Stand. Also eben da ein ganz herzlicher Dank an die Sponsoren. Dann möchte ich noch jetzt zu Ihnen gerade, ist der Michael Ries da? Der ist wahrscheinlich irgendwie unterwegs, aber das spielt keine Rolle. Dann möchte ich trotzdem ihm ganz, ganz herzlich danken. Er hat diese Veranstaltung maßgeblich organisiert von der Luga aus. Und ihr könnt euch denken, es sind natürlich im Hintergrund auch noch andere Helfer, die das Ganze hier machen in ihrer Freizeit. Aber ganz besonders möchte ich eben ihm danken, der wirklich da federführend unterwegs war. So, das eigentlich von meiner Seite. Genau, können wir auch nochmal hier. So, dann möchte ich eben euch im Namen der Luga ganz viel Spaß wünschen bei der Veranstaltung. Möchte auch nochmal kurz darauf hinweisen, wer sagt, das findet er toll und möchte mithelfen, soll sich gerne bei uns melden. Wir suchen immer wieder neue Helfer, die dann dabei sind und beim Mitorganisieren oder vor Ort. Also kommt auch gerne da am Stand vorbei. Jetzt möchte ich an Liliane übergeben. Wir freuen uns ganz herzlich zum Thema, ja, wie Level Up, ihr seht ja da oben den Titel, Linux Gaming, ganz was Neues für uns eigentlich in der Geschichte dieser Reihe doch, und deswegen sind wir umso mehr gespannt und the stage is yours. Ne? Ja, vielen Dank. Vielen Dank erstmal an die Organisatoren für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Ich bin Liane Dubowi, ich arbeite seit 12 Jahren bei CT, beim CT-Magazin und auch bei Heise Online. Das ist bei uns immer ein bisschen beides. Und bei mir geht es heute um Linux als Spieleplattform. Und zwar so ein bisschen erstmal nur so grob der Überblick. Es geht so ein bisschen darum, wie sind wir eigentlich von diesen vielen einzelnen kleinen Spielen, die wir von Hand installieren und hinfrickeln mussten, zu diesem riesen Angebot an Spielen mit Tausenden von Games, die man per Klick starten kann, gekommen. Bevor ich jetzt mit mir weitermache oder mit meinem Vortrag, wüsste ich gerne mal ein bisschen, wie es auf eurer Seite aussieht. So, wer von euch spielt digitale Spiele? Brettspiele zählen nicht. Plattform ist egal, Konsolen, Handy. Okay, doch ziemlich viele. Sehr gut. Und wer von euch spielt unter Linux? Okay, fast genauso viele Hände. Und wer von euch hat ein Steam Deck? Die zwei haben, dürfen sich auch melden. Doch einige. Ah, sehr schön. Gut, vielleicht noch so ein bisschen Linux-Hintergrund bei mir. Ich benutze natürlich privat und beruflich Linux und zwar schon sehr, sehr lange. Die Distribution variiert. Das fragen immer Leute, was für eine Distribution benutzt du denn? Ich habe mit SUSE angefangen.
Ich habe dann ein paar Jahre Ubuntu benutzt, war ein großer Antergos-Fan, gibt es leider nicht mehr, bin dann zu Original Arch Linux übergegangen und war da sehr lange Jahre und bin jetzt zu Manjaro gewechselt. Da gibt es Leute, die mehr dazu erzählen können. Ich bin keine Softwareentwicklerin. Also ich kann vielleicht ein bisschen programmieren, aber das ist nicht mein Schwerpunkt. Mein Schwerpunkt ist tatsächlich, Dinge zu erklären, wie sie unter Linux funktionieren, damit mehr Leute sie benutzen können. Und zwar einfach so und nicht mal sagen, ja, da muss der nur die Manpage lesen. Also das ist so nicht mein Ansatz. Ich versuche da ein bisschen dazu beizutragen. Und ich hoffe, ich kann vielleicht ein paar Leuten mehr noch hier das Linux-Spielen schmackhaft machen. So. Ich gehe nicht zurück bis in Unix-Zeiten. Ich will nur in den 90ern anfangen. Da sind immerhin ein paar Sachen passiert, die wichtig sind. Also es gab bereits Spiele. Es gab natürlich so kleine Geschichten wie Tetris-Klone, Minesweeper-Klone. Oder es gab Pingos. Ich war ein Lemmings-Fan. Deswegen, das ist was, was ich gerne gespielt habe. Es gab aber auch schon erste kommerzielle Erfolge, die meisten von id Software. Das sind tatsächlich Namen, die man heute noch kennt, sowas wie Doom, Quake, Quake 2, Quake 3 Arena. Und was wahrscheinlich noch viel, viel wichtiger ist für die Situation, die wir heute haben, ist die Gründung des Wine-Projekts 1993. Die haben im Prinzip den Grundstein dafür gelegt, dass Windows-Spiele heute unter Linux laufen, zum größten Teil. Für alle, die Wine nicht kennen, also wer von euch Linux benutzt, weiß vermutlich, was Wine ist, das ist immer mit dabei. Es ist kein Emulator, es ist keine virtuelle Maschine, es ist eine Kompatibilitätsschicht, das ist jetzt hier übrigens die Nicht-Programmierer-Erklärung für alle, die es besser wissen, die dabei hilft, Windows-Anwendungen unter Linux auszuführen. Das heißt, die Aufrufe, die eine Anwendung oder auch ein Spiel an das Windows-Betriebssystem schickt, an die passenden Stellen im Linux-Betriebssystem weiterleitet. Hat auch damals schon mit Spielen theoretisch funktioniert, aber das ist nicht der Schwerpunkt des Wine-Projekts. So, dann sind wir in den 2000ern oder zumindest kurz davor. Da steigt so langsam das kommerzielle Interesse an Linux-Spielen. Also es ist ein Nischenmarkt, aber die Leute denken sich, naja, vielleicht können wir damit auch das Ganze fördern und wir können damit vielleicht auch Geld verdienen oder davon leben. Man muss dazu sagen, 2000er, wer sich zurückerinnert, das ist die Zeit der Dotcom-Blase. Das heißt, da war ganz viel Venture Capital, also Finanzierungskapital für alle möglichen schlauen oder weniger schlauen Ideen unterwegs. Und unter anderem hat Loki Software beschlossen, Mensch, Linux Gaming ist vielversprechend. Da gibt es bestimmt Geld auf dem Markt, das wir uns holen. Und 1998 von Scott Draker gegründet. Was ich so in alten Blogbeiträgen und Artikeln im Archive.org gelesen habe, war Scott Draker und seine Frau Kate nicht wirklich Geschäftsgenies. Also die Geschäftsführung war, glaube ich, nicht so toll. Ich habe noch einen anderen Grund gefunden, warum diese Firma nach gut 3 Jahren wieder pleite gemacht hat, nämlich die haben in erster Linie versucht, sehr, sehr bekannte Spiele, also sozusagen AAA-Spiele, auf Linux zu portieren. Und dafür mussten sie natürlich fette Lizenzen zahlen. Das heißt, sie haben sehr viel Geld ausgegeben. Die Linux-Nische war aber so klein, dass es ihnen praktisch nicht gelungen ist, genug umzusetzen, um diese Lizenzkosten dann auch wieder wettzumachen. Ich lege mal das hier hin, bevor ich es fallen lasse. Genau, sie haben sich auf Linux-Ports spezialisiert einerseits. Auf der anderen Seite haben sie aber auch Tools und Bibliotheken entwickelt, die für spätere Zeiten noch wichtig waren. Also die zur Spieleentwicklung und zur Portierung von Windows-Spielen auf Linux wichtig waren und die es zum Teil auch heute noch gibt. Dazu zählen zum Beispiel die Simple Direct Media Layer oder die Open Audio Library und sie haben auch einen Loki Installer für ihre Spiele entwickelt. Ich erinnere mich tatsächlich dunkel an ein Spiel, das mit so einem Installer kam, aber es ist mir beim besten Willen nicht gelungen, noch einen Screenshot aufzutreiben. Ja, Loki Software hat es nicht geschafft, das haben aber noch ein paar andere sich davon nicht entmutigen lassen und beschlossen, sie machen in diese Richtung weiter. Eins davon war Transgaming. Die sind ein bisschen anders rangegangen, die haben Wine geforkt, haben praktisch eine Kompatibilitätsschicht entwickelt, die in erster Linie Spiele, die mit DirectX laufen, unter Linux lauffähig machen sollte. Ich persönlich weiß nicht, also WineX, ich spiele das Sedega, das war das, was mir auch mehr gesagt hat, falls ihr das vielleicht kennt. Ich persönlich weiß nicht, wie gut dieser proprietäre Ansatz in der Linux-Community angenommen wurde. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht so eine gute Idee war. Die haben durchgehalten bis 2011, aber es war auch nicht der Durchbruch. Und nach Loki hat
Linux Game Publishing auch nochmal es mit Linux Ports versucht. Ich habe ein Interview gelesen mit dem Entwickler, der das am Ende gemacht hat. Also die haben sich dann irgendwie abgewechselt gegen Ende. Warum er eigentlich geglaubt hat, dass das funktionieren würde, wo doch Loki schon gescheitert ist. Und die waren wirklich gut aufgestellt, weil Loki war tatsächlich, die haben sich in kürzester Zeit zum größten kommerziellen Anbieter für Linux-Spiele gemausert. Linux Game Publishing hat gesagt, wir verzichten, wir haben diesen Fehler gesehen mit den großen Lizenzgebühren, wir machen das eher mit kleineren Spielen, die zwar bekannt sind, aber eben keine AAA-Spiele. Gab es aber auch nur bis 2011. Und die haben gegen Ende ihrer Zeit auch schon überlegt, ob denn CDs verschicken, wie es bis dato ja üblich war, also wir sind in Vor-Internet-Zeiten, ob das wirklich eine gute Idee ist. Deswegen sind auch die 2010er das Jahrzehnt des digitalen Vertriebs. Also Linux Game Publishing hat zum Beispiel gegen Ende angefangen, eine Kooperation mit dem Ubuntu Software Center zu machen. Das Ubuntu Software Center ist oder war damals die Softwareverwaltung von Ubuntu Linux. Da gab es anfangs nur einfach natürlich die Software aus den Paketquellen. Und 2011 haben sie beschlossen, sie wollen das zu einem Shop ausbauen, dass man da kommerzielle Linux-Anwendungen kaufen kann. Man konnte damals auch Linux-Zeitschriften, tatsächlich deutsche Linux-Zeitschriften kaufen und eben auch Spiele. Und Linux Game Publishing hat da diese Kooperation mit Canonical gemacht. Deutlich wichtiger war dann 2010 die Gründung von Desura. Das ist quasi eine große Online-Spiele-Plattform gewesen, wo man erstmals auch tatsächlich das, was man heute von Steam kennt. Man konnte Spiele kaufen, runterladen, spielen. Die haben 2011 einen Linux-Client rausgebracht. Anfangs gab es rund 60 Spiele. Das wirkt jetzt heute lächerlich, weil es Tausende gibt. Das ist angewachsen bis auf 280 native Linux-Titel, meistens Indie-Games, also keine großen AAA-Titel. War aber eine große Sache. Also es war durchaus schon sehr, sehr viel bequemer mit Linux-Games. Die sind nur bis 2015 gekommen, aber Linux-Spiele waren dann einfach auch schon den GOG gekommen. Also ehemals Good Old Games hat 2014 groß angekündigt, ihr seht hier die Ankündigung mit dem Tux, dass sie jetzt auch Linux-Spiele anbieten. Das waren anfangs 50 Titel, da war es aber erstmal so, dass es nicht alles native Linux-Spiele waren, sondern dass die teilweise in Kombination mit Wine liefen. So richtig bequem war das bei GOG.com auch nicht. Man musste die runterladen. Die hatten größtenteils einen Installer mit dabei, aber man musste sie runterladen, was natürlich auch heißt, wenn es eine neuere Version gab, musste man die auch wieder erst runterladen. Also das war noch ein bisschen anders, als es heute ist, aber auch nicht super schwierig. Dieser Game Launcher von GOG, GOG Galaxy, den gibt es bis heute nicht für Linux. Ich sage jetzt mal, ist auch kein Verlust. Und natürlich gab es in all dieser Zeit auch Open-Source-Spiele. Ich nenne hier nur mal Mindtest 2010 oder den Shooter, diesen Comic-Shooter Warsaw, da wollte ich eigentlich noch ein Bild reinpacken, hatte keinen Platz mehr, von 2012 oder natürlich das Aufbaustrategiespiel Zero AD. Wer von euch das nicht kennt, gibt es in jeder Paketverwaltung, eigentlich glaube ich in jeder großen Distribution. Wenn ihr viele Stunden übrig habt, könnt ihr euch das gerne mal installieren. Ich habe noch nie ein Spiel gewonnen, das könnte sein, dass es am Spiel liegt, aber es lohnt sich. Und ich erinnere mich an diese Zeit irgendwie schön so, ich bin ja seit 2012 bei CT und damals gab es noch Heise Open, da haben wir jedes einzelne Linux-Spiel gefeiert und eine Meldung drüber gemacht. Also ihr könnt das alles noch irgendwo auf Heise Online nachlesen und wir haben uns wirklich jedes Mal gefreut, oh, neues Spiel für Linux. Das waren echt noch andere Zeiten. Jetzt wird es spannend. 2012 steigt Valve in den Markt ein und veröffentlicht einen Steam-Client für Linux. Erstmal nur als Beta, 2013 dann die offizielle Version. Und was wahrscheinlich noch viel wichtiger war, also das hier ist das Bild, ist tatsächlich die Veröffentlichung. Wir haben sie dann natürlich gleich einen Sale für Linux-Spiele gemacht. Sie haben ihre eigenen Spiele für Linux portiert und das waren ja jetzt wirklich große Titel, also sowas wie Half-Life 2, Episode 1, Episode 2, Day of Defeat, Source, Counter-Strike Source. Ich glaube, Left 4 Dead gibt es nicht für Linux, kann das sein? Gibt es auch für Linux? Okay, dann gibt es wirklich alle. Der gewünschte Effekt war natürlich, dass es nicht dabei bleibt, sondern andere Hersteller mitziehen. Das hat ein bisschen funktioniert.
Es gab dann sowas wie Super Meat Boy, Sid Meier's Civilization 5, Borderlands 2, Tomb Raider, Life is Strange, Hitman, weiß ich auch noch, haben wir eine Meldung dazu gemacht. Aber was sich da schon rauskristallisiert hat, war, dass man unter Linux immer 1 bis 2 Jahre länger warten musste als alle anderen Leute und zugucken konnte, wie alle das schon 5-mal durchgespielt, man hat schon Rezensionen alles gelesen, also gleichzeitig mitspielen, das war nicht drin. Was auch noch mal geholfen hat, war, dass viele Spiele-Engines in der Zeit entweder direkt schon unter Linux liefen oder Linux-Spiele unterstützt haben. Das heißt, Spiele für diese Plattform herauszugeben, ist deutlich einfacher geworden. Valve hat da auch mit unterstützt und die haben, glaube ich, auch 2014 noch so ein Stück Dota 2-Code freigegeben, damit die Leute sich da bedienen können. Also da gibt es einiges mehr. Diese ganzen Pläne, das wirkte sehr durchdacht und der eigentliche Plan von Valve war, den Spielkonsolen den Rang abzulaufen, also das Wohnzimmer zu erobern, hieß es da immer. Und sie haben so verschiedene Moves gemacht, um da hinzukommen. Sie haben erstmal die Big-Picture-Oberfläche fertiggestellt. Das ist eine Steam-Client-Oberfläche, die sich, selbst wenn man die 4 Meter entfernt auf dem Fernseher anguckt und die mit dem Controller bedient, kann man noch bequem im Shop stöbern oder Spiele auswählen. Also sehr nicht so kleinteilig, sage ich mal. 2013 haben sie dann ein eigenes Linux-System rausgebracht, damals noch auf Debian-Basis. Das war gedacht für die Steambox. Also die Steam-Bibliothek, die in einem Kasten im Wohnzimmer steht, wo man am Fernseher mit dem Controller spielt. Dementsprechend haben sie auch einen Controller rausgebracht. Den seht ihr hier. Ich habe mir den damals gekauft, weil ich die Idee toll fand. Ich bin keine Controller-Spielerin, aber da sind zwei so Trackpads drauf. Man konnte quasi wie mit der Maus, ich dachte, das wäre für mich einfacher. Naja, also das ist ein Stück Erinnerung. Man muss auch dazu sagen, der Plan ist fehlgeschlagen. Also das mit dem Wohnzimmer erobern, das war irgendwie vom Tisch. Im Januar 2014 hat Valve noch angekündigt auf der CES, so mehrere Hersteller genannt, die Steam-Boxen anbieten. Das war zumindest die Idee von einem Kasten, der bootet und direkt die Steam-Oberfläche zeigt. Aber diese Boxen liefen, glaube ich, fast alle unter Windows. Valve selber hat nie eine Box rausgebracht. Das wurde irgendwann so beerdigt, unauffällig. Damit war dieses Kapitel abgehakt und man könnte sagen, okay, diese Linux-Pläne, ja, war wohl nix. Dann kam aber noch was dazu, was so ein bisschen das Ganze verändert hat. 2018 hat Valve Proton in seinen Steam-Client, also erstmal in die Beta-Version, integriert. Und das hat dazu geführt, dass Leute, die unter Linux spielen wollten, also dank Steam Play hieß das, war jedes Spiel, was man gekauft hatte, konnte man auf jeder Plattform, auf der es lief, spielen. Das heißt, man konnte dann versuchen, diese Spiele, die es für Windows gab, eben auch unter Linux zu spielen. Offiziell unterstützte Titel 27. Und da waren aber ein paar ganz gute Sachen dabei, also sowas wie Doom, Final Fantasy 6 oder Tropico 4, sowas. Wir haben es damals getestet, also ich war begeistert, ich fand das cool. Ich dachte mir, boah, installieren, spielen, mehr muss ich nicht machen, nicht frickeln und ich kann es auch direkt da kaufen, das ist doch eine tolle Idee und habe einfach mal ein paar Spiele, die ich schon hatte, Early Access Games, Indie Games ausprobiert, da lief total viel, das war wirklich, also von vorne weg. Aber Proton ist natürlich keine Erfindung von Valve, Proton ist ein Wine Fork, das basiert ganz stark auf dem Wine und Valve hat sich da, glaube ich, auch 2016 schon angefangen zu engagieren und hat da mitentwickelt und so Verbesserungen eingebracht. Ja, Proton ist wie Wine dementsprechend eine Kompatibilitätsschicht, die Windows-Spiele, in dem Fall geht es wirklich um Spiele, unter Linux lauffähig machen soll. Das Ding ist Open Source, gibt es auf GitHub. Und wer mit einem bestimmten Spiel Probleme hat, kann da gerne mal in den Bugtracker gucken und sich beschweren oder nach Tipps schauen. Das ist ganz hilfreich. Es gibt auch für Sachen, die... Also Proton, dadurch, dass es Open Source ist, wurde natürlich auch von Leuten geforkt und weiterentwickelt, unter anderem von Thomas Kreider. Man kennt ihn auch unter Glorious Eggroll, der so ein bisschen eine Proton-GE-Version rausgebracht hat und nochmal eine zweite Version, die Wine-GE heißt. Also es wurde zwischendurch alles umbenannt, aber so ungefähr heißt es jetzt, die mit Lutris funktioniert. Zu Lutris kommen wir später noch. So, bevor ich jetzt den Faden verliere, die Bedeutung ist schlicht, dass das einfach nochmal die Windows-Spiele zugänglich gemacht hat unter Linux.
Und dann kommen wir auch schon mal zu meinem Lieblingsthema, dem Steam Deck. 2022 hat Valve ein Steam Deck rausgebracht. Im Prinzip ein portabler Gaming-PC. Also mit einem Display. Man sieht schon, die Trackpads, die da links und rechts sind, die sind so ein bisschen natürlich überarbeitet und sehr viel besser als die im alten Steam-Controller, aber sie haben ein kleines Revival erlebt, genauso wie SteamOS. Auf diesem Gaming-Handheld läuft SteamOS, allerdings nicht mehr die alte Variante mit Debian, sondern es läuft eine, die auf Arch Linux basiert. Gut, jetzt in die Details von SteamOS zu gehen, weiß ich nicht, das ist vielleicht ein bisschen noch zu viel, wir sind ja in der Zeit. Vielleicht kurz zur Bedienung. Also es ist einfach ein schreibgeschütztes System, was dazu führt, dass auch Leute, die mit Linux vielleicht nicht so vertraut sind, da dran rumfrickeln oder mal drauf gucken, nicht so schnell was kaputt machen können. Man kann trotzdem aktuelle Anwendungen installieren. Das hat einen kompletten Desktop, da kommen wir gleich noch dazu. Aber entscheidend war für die Spieleentwicklung, glaube ich, dass es als Referenzgerät für Linux herhalten konnte. Vorher war halt immer das Problem, ich habe öfter mal mit Game Devs gesprochen, die gesagt haben, naja, ich würde ja für Linux entwickeln, auch wenn ich da nicht so richtig viel drüber weiß, aber für welches Linux denn? Und wie genau soll denn die Hardware, also mit was teste ich denn das eigentlich? Und das genau ist, was mit dem Steam Deck halt jetzt funktioniert. Man kann für diese Plattform testen, sagen, wenn es da läuft, kann man sagen, läuft unter Linux. Und auch Valve trägt dazu bei, die testen selber, verifizieren die Spiele, heißt es dann. Also diese Spiele sind dann offiziell Steam Deck kompatibel. Für Valve ist es natürlich ein Verkaufsargument, für uns aber zumindest ein Hinweis, läuft das Spiel da oder nicht. Das Steam Deck war erfolgreich. Da passen jetzt wirklich alle Puzzlestücke zusammen. Und es gibt inzwischen auch eine zweite Version mit OLED-Display. Manche haben beide. Und sie haben damit einen Trend losgetreten, würde ich sagen. Das heißt, es sind jetzt jede Menge weitere Spiele, Handhelds, auf den Markt gekommen. Die sind hier nicht wichtig, weil sie laufen alle mit Windows. Wir sind schon gespannt, was das Manjaro-Projekt macht. Die haben nämlich eine Kooperation mit Orange Pi angekündigt und wollen einen Linux-Handheld nochmal rausbringen. Es gibt später noch einen Vortrag dazu, vielleicht fragt ihr da einfach nochmal nach. So, vielleicht noch kurz so als Fazit, warum das so toll ist. Die Steam-Plattform ist riesig. Ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen macht, wie viele Leute einen Account auf dieser Plattform haben. Das heißt, das ist eine riesige Marktmacht und dieser Hersteller hat jetzt erfolgreich eine Konsole rausgebracht, die sehr, sehr viele Leute gekauft haben. So viele, dass es am Anfang dauernd ausverkauft war. Jetzt plötzlich haben wir die Situation, dass Spielestudios sagen, oh, mein Spiel muss unbedingt unter Linux laufen oder mindestens auf dem Steam Deck, was uns ja egal sein kann, weil es dann auch unter Linux läuft. Das heißt, jetzt ist es so, dass ganz, ganz viele Spiele leider keinen nativen Linux-Client, das machen ganz wenige, aber zumindest so sind, dass sie unter Proton laufen und dafür auch getestet werden. Ja, mittlerweile gibt es, glaube ich, über 13.000 Spiele, die in der Steam-Suche auftauchen, wenn man nach Linux sucht. Das finde ich doch schon mal beachtlich. Nochmal kurz zum Steam Deck, wie gesagt, mein Lieblingsthema. Weil es einfach ein vollwertiger Linux-PC ist. Das Ding ist großartig. Ihr könnt einfach wechseln zum Linux-Desktop, könnt es in den Dock stecken per USB-C, Tastatur, Monitor. Und also das ist jetzt in klein auf dem Steam Deck Display gemacht, aber man kann es auch an einen großen Monitor anschließen und als Rechner verwenden. Wir haben es auch auf dem Chaos Computer Congress gesehen, da haben Leute das direkt zum Hacken benutzt. Also man kann damit alles machen, Filme gucken, weiß ich nicht was. Was ganz praktisch ist. Als Desktop kommt zum Einsatz KDE Plasma. Wie gesagt, ist schreibgeschützt, man kann erstmal so nichts kaputt machen. Man kann ein Root-Passwort setzen und den Schreibschutz aufheben. Ich würde es nicht empfehlen, aber kann man machen. Was auch gut gelungen ist, und das glaube ich mit ein Teil des Erfolges, ist dieser Wechsel zwischen dem Linux-Desktop und der Spieleoberfläche. Die Spieleoberfläche ist so gemacht, dass man alle Elemente, also bis hin zur Mikrofon-Chat-Konfiguration, das alles mit den Controller-Elementen bedienen kann. Dafür gibt es noch zwei Knöpfe, um die Sachen aufzuschalten. Also es ist wirklich eine gelungene Software, die auch sehr viele Updates gekriegt hat, wo Leute gesagt haben, das und das funktioniert nicht, das ist alles eingeflossen. Also es ist eine runde Sache inzwischen. Aber, und wir haben noch richtig Zeit, das ist fantastisch, weil es ist nicht so, dass Valve der Retter der Linux-Community und der Spiele wäre, sondern ohne die Open-Source-Community hätte das alles nicht funktioniert und würde auch heute noch nicht funktionieren. Es ist schön, dass das Steam Deck eine offene Plattform ist, die man aufschrauben, aufrüsten,
ein anderes System drauf machen oder was auch immer kann. Aber es hat halt einfach Lücken, weil nicht alle Spiele sind bei Steam. Wir kaufen unsere Spiele ja meistens gern DRM-frei bei GOG. Das muss man dann also auch irgendwie, die kann man alle spielen auf dem Steam Deck und natürlich auch unter Linux. Und damit das funktioniert, dafür haben wir ganz viele tolle Linux-Tools. Das sind oft so kleine Tools, von denen wenige was wissen, weil sie nicht auftauchen, sondern im Hintergrund laufen. Deswegen will ich sie jetzt hier mal nennen. Das sind so Kommandozeilentools wie Nile, was die Verbindung zu Amazon Games zum Beispiel herstellt. Ich weiß, spielt niemand Amazon Games. Oder Legendary für Epic Games oder der LGOG Downloader für GOG Games. Die laufen im Hintergrund, werden oft in andere Programme mit grafischer Oberfläche eingebaut. Und ja, da können wir dann uns mit den Bibliotheken verbinden. Ich sage dazu gleich nochmal mehr. Aber ihr seht hier schon, das ist jetzt in dem Fall Game Hub rechts oben. Und es gibt natürlich auch noch praktische Tools, die beim Troubleshooting oder solchen Sachen helfen. Ich persönlich bin ein großer Fan von MangoHut. Ich glaube, MangoHut hat meine Grafikkarte gerettet, als ich das letzte Mal irgendwo versehentlich einen Lüfter blockiert hatte und es warm im Inneren des Rechners wurde und ich da sofort gesehen habe und jemand im Livestream gesagt hat, diese Zahl ist rot, du solltest mal in dein Gehäuse gucken. Also solche Sachen gibt es unter Linux jede Menge. Und gerade, also zum Beispiel Windows, viele Spiele sind ja einfach immer noch Windows-Spiele. Also unter Linux, Steam bietet jetzt zwar Linux-Spiele an, man kann auch sagen, ich kaufe mir nur native Linux-Spiele. Man kann bei GOG.com Linux-Spiele kaufen, da gibt es die auch, nativ oder mit Wine. Aber sowas wie Epic Games oder Ubisoft oder EA, also diese ganzen großen AAA-Titel, die viele spielen wollen, die gibt es halt einfach nicht für Linux. Die interessieren sich dafür nicht. Man könnte lobend noch itch.io empfehlen, eine sehr, sehr kleine Plattform, die Indie-Games und Bastelprojekte und solche Sachen veröffentlicht, die tatsächlich einen Linux-Client rausgebracht haben. Aber gut, das ist so eine Web-Oberfläche. Genau, das heißt, wir brauchen Software, um uns mit diesen Bibliotheken zu verbinden. Und dafür möchte ich jetzt zwei mir erstmal rausgreifen und die ein bisschen näher vorstellen. Also die vielen kleinen Tools, das lasse ich jetzt mal weg. Und zwar fange ich mit dem Heroic Games Launcher an. Epic Games hat ja die Angewohnheit, dass sie seit Jahrzehnten, gefühlt Jahrzehnten ihre Spiele lieber verschenken, als sie zu verkaufen. Deswegen habe ich da mittlerweile, ohne da je Geld ausgegeben zu haben, rund 200 Spiele, die ich gerne auch ab und zu mal spielen möchte. Und dafür gibt es den Heroic Games Launcher. Mittlerweile kann man im Heroic Games Launcher auch die Spiele von Amazon Games, die verschenken übrigens auch ihre Spiele, und GOG.com kaufen, runterladen, installieren, konfigurieren. Und das Schöne ist, dass einem diese Spiele, dass die Konfiguration des Wine-Prefixes, also der virtuellen, ich nenne es jetzt mal virtuellen Windows-Umgebung abnehmen, da kann man an sehr vielen Schräubchen drehen und ich bin mir sicher, ein paar von euch würden das eher tun und wüssten es besser, aber für die meisten Leute ist das keine Option. Die klicken dreimal und wenn es nicht geht, haben sie keine Ahnung, wo sie weitermachen sollen. Deswegen sind so Tools wie Heroic Games Launcher tatsächlich unersetzlich. Ich habe schon gesagt, man kann sich mit diesen drei Shops verbinden. Man kann verschiedene Kompatibilitätsschichten verwalten. Also man kann zum Beispiel sagen, man kann sich verschiedene Wine-Versionen runterladen und dann sagen, okay, die eine ging nicht, ich probiere die andere. Oder man kann stattdessen Proton benutzen. Oder sowas ist möglich. Man kann Tools wie DXVK oder FSR oder man kann MangoHut an- und ausschalten, vorausgesetzt man hat es installiert, das ist immer wichtig. Und man hat auch die Möglichkeit, Spiele, die schon installiert sind, einfach hinzuzufügen. Also wenn man jetzt sagt, ich will das als Oberfläche nutzen, die alle meine Spiele zeigt, ich würde es nicht wollen, aber dann kann man das machen. Und man kann den Heroic Games Launcher auch auf dem Steam Deck hinzufügen, und zwar auch so, dass man über die Game UI-Oberfläche darauf zugreifen kann. Und wer immer noch unter Windows spielt, lohnt sich auch für Windows, weil es hat weniger Tracker und ist deutlich schlanker als der Epic Games Store. Dann vielleicht noch das Tool, auf das wahrscheinlich alle gewartet haben, Lutris. Lutris kann einfach alles, sage ich jetzt mal so. Also es ist so richtig ein Linux-Gaming-Allrounder. Und wer sich für Retro-Games interessiert, wird da auf jeden Fall gut aufgehoben sein.
Lutres hat, nennt sich selber die Bewahrungsplattform für Videospiele. Man kann da unzählige Emulatoren wie MAME, ScumVM, DOSBox oder Pico 8 installieren und kann dann quasi seine alten Spiele wieder spielen. Aber man kann sich auch mit neuen Stores verbinden. Zum Beispiel Epic, Ubisoft, EA, Amazon, FlatHub, Battle.net, Humble Bundle, GOG, Itch.io und natürlich Steam. Da wird dann in der Regel der Launcher installiert und man kann darüber dann kriegt dann direkt im Fenster das angezeigt. Das Schöne an Lutres ist eigentlich auch, dass die Community die Erfahrung, die sie gemacht hat, teilt. Sprich, es gibt eine Webseite und die Funktion ist auch in Lutres selber integriert. Wenn ich ein Spiel installieren will, dann suche ich nach dem Titel und dann bekomme ich angeboten, falls es das gibt, ein Installationsskript, in dem bereits alle Konfigurationen für das Wine-Prefix festgehalten sind. Das heißt, wenn jemand rausgefunden hat, es läuft mit diesen Einstellungen besonders gut oder du brauchst noch diese und jene Bibliothek, dann wird die automatisch mit installiert und ich muss nicht nochmal frickeln. Finde ich cool, wenn sich nur einer die Arbeit machen muss. Ja, man kann Spiele, wie gesagt, runterladen, installieren, aktualisieren, all diese Sachen, die man jetzt so zum Beispiel vom Steam-Client auch kennt. Finde ich eine gute Sache. Alle Funktionen vorzustellen ist schlicht unmöglich. Das Tool kann eigentlich fast alles. Und es hat, wie gesagt, 52 Starter. Das ist jetzt so ein bisschen, da könnte man ins Detail gehen. Ja, da würde ich jetzt an der Stelle, glaube ich, nicht mehr weitermachen. So, wir sind schneller durchgekommen als, ich hoffe, ich habe nicht zu schnell geredet. Ich bin nämlich eigentlich schon so ein bisschen bei meinem Fazit. Ich nenne es rosige Zeiten für Linux-Gamer, weil wenn ich zurückdenke, wie das früher war, wenn ich spielen wollte und mir ein Spiel runtergeladen habe und dann habe ich das entpackt und ausführbar gemacht und die README gelesen und geguckt, ob ich noch irgendwas dafür brauche und dann habe ich es gestartet und dann ging es nicht und dann habe ich im Internet geguckt, ob es noch eine Lösung gibt und eine halbe Stunde später oder eine Stunde später dachte ich mir, okay, läuft, aber jetzt habe ich eigentlich keine Zeit mehr, solche Sachen. Das ist im Prinzip so ein bisschen Vergangenheit, außer man will einen ganz bestimmten Titel spielen oder natürlich man möchte Fortnite spielen. Das ist dann doof, aber für solche Fälle gibt es Cloud Gaming. Das heißt, wenn es wirklich so gar nicht geht und bei Fortnite ist es nicht so, dass es nicht gehen würde, sondern es ist von Epic Games nicht gewollt. Also man könnte ein Spiel auch mit Easy Anti-Cheat unter Linux spielen. Es gibt Spiele, die zeigen, dass das geht. Aber die Entwickler müssen das halt aktiv anschalten. Und ja, in dem Fall wird das nicht gemacht. Dazu kann man dann immer noch auf Cloud Gaming zurückgreifen. Das heißt, es gibt eigentlich für niemanden mehr einen Grund, eine zusätzliche Windows-Partition zum Spielen zu haben. So, ja, ich denke, das, was hier so zusammenkommt, sind Jahrzehnte an Engagement, weil viele dieser Leute, auch die, die versucht haben, kommerziell was zu wuppen in dem Bereich, das waren natürlich Leute, die keine 9-to-5-Jobs hatten, die super bezahlt waren, sondern das waren Enthusiasten, die wirklich begeistert waren für das Thema Linux-Spiele und da richtig Bock drauf hatten und das voranbringen wollten. Und ein großer Player, der mitspielt, das war das andere Ding, viele kleine Tools, viele kleine Softwareprojekte, die dazu beigetragen haben, dass es so weit kommt. Ich finde, das ist auf jeden Fall eine Erfolgsgeschichte. Und vielleicht jetzt, wo ich doch noch ein bisschen Zeit habe, noch kurz ein Hinweis an die Community, die es jetzt noch da draußen gibt. Also wenn ihr selber unter Linux spielt und Probleme habt, es gibt zum Beispiel Holarse, eine Webseite seit 18 Jahren, glaube ich, die alle Open-Source-Spiele, die es gibt, sammelt, mit Rat und Tat zur Seite steht. Die haben einen Discord, wenn ihr die Frage habt, also die können die eigentlich fast immer beantworten. Und natürlich gibt es viele andere Projekte, die von der Distribution natürlich, die helfen können oder überhaupt auch der Nobara-Discord zum Beispiel, das ist eine Distribution, die sich sehr um Spiele kümmert. Die haben auch sehr viele Infos und ja, ich schaue eigentlich optimistisch in die Zukunft, weil ich habe eigentlich jetzt schon mehr Spiele, als ich jemals durchspielen kann. Also ich weiß nicht, mir ist eigentlich schon egal, was in Zukunft kommt. Aber ja, wenn ihr gerne spielt, dann ist, glaube ich, jetzt unter Linux eine gute Zeit dafür. Und damit bin ich eigentlich fertig. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich glaube, wir haben jetzt tatsächlich noch ein bisschen Zeit für Fragen, wenn jemand noch irgendwas wissen möchte. Ich habe ein paar Themen ausgelassen, ich habe nichts zur Distribution gesagt, weil es ein großes und ein sehr kleines Thema ist, falls ihr dazu irgendwie aber
Ich denke, jeder benutzt sowieso seine eigene Linux-Distribution und frickelt sich das da zurecht. Ja. Ich habe eine Frage, und zwar, du hast erzählt, dass es recht viele Launcher gibt. Siehst du das momentan als Vorteil oder einen Nachteil? Also ist das eher ein Vorteil, dass es eine gewisse Auswahl gibt und dass die sich gegenseitig befruchten, oder ist das momentan, dass sich die Launcher eher selbst zerfleischen? Ich glaube, dass das was Gutes ist. Also weil zum Beispiel das, was unter der Haube werkelt, das sind oft dieselben Sachen. Die Sachen, die ich genannt habe, sowas wie Nile für Amazon Games oder Legendary für Epic Games, die stecken oft bei allen Software-Tools drunter. Lutris hat nochmal ein bisschen anderen Ansatz als jetzt zum Beispiel Heroic. Heroic kann lang nicht so viel, wenn ich nur, also es hängt ein bisschen davon ab, wo meine Spiele sind, ist, glaube ich, der Hauptpunkt. Weil wenn ich sowieso nur alle Spiele bei Steam habe, muss mich das eh nicht so genau interessieren. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass die ein bisschen anders arbeiten, die ein bisschen andere Optionen haben. Dann hast du bei Lutris irgendwie diese fertigen Installationsskripte. Das heißt, es kann ja durchaus sein, dass ich ein Spiel im Heroic versucht habe zum Laufen zu bringen und es hakte irgendwie. Und dann habe ich es in Lutris probiert und es ging halt. Natürlich mit viel Know-how könnte ich das Wine-Prefix vermutlich selber so anpassen und die nötige Bibliothek, die da fehlt und das dafür sorgt, selber installieren. Aber die Frage ist halt immer, jemand hatte schon gesagt, mit Linux frickeln ist mir Spielen genug, war, glaube ich, das höre ich nicht zum ersten Mal. Das ist halt, kommt halt immer ein bisschen drauf an, worauf man gerade Lust hat. Also bei mir ist es ja oft auch eher so der Sportsgeist, wo ich sage, ich kriege das unter Linux zum Laufen auf jeden Fall und dann ist mir egal, wie lange das dauert. Aber manchmal will ich halt einfach nur spielen und dann probiere ich einfach mehrere Tools aus. Also deswegen, ich denke, das ist auf jeden Fall was Gutes. Und man muss sich nicht Lutris draufschaufeln, was ja doch sehr komplex ist, wenn man einfach nur eine Bibliothek hat. Ja, mich würde interessieren, deine Meinung zu, also du hattest es erwähnt, SteamOS, ne, also die Steam Machines, und jetzt nach dem Steam Deck auch wieder, kamen dann sehr viele Hersteller, also jetzt nach dem Steam Deck noch mehr, weil das so ein starker Erfolg war, also aus dem asiatischen Raum raus, die solche, also ich will es jetzt Routinen nennen, aber doch sehr ähnliche Geräte auf den Markt gebracht haben. Also du hast genannt das Asus ROG Ally und es gab noch ein paar andere, ne, von bekannten, namhaften Herstellern. Und also als das jetzt nach dem Steam Deck auch wieder passiert ist, hat es mich schon ein bisschen geärgert, dass sie dann alle immer gleich wieder auf Windows setzen. Das ist wie so ein Impuls oder ein Reflex, so kommt es einem vor. Gerade wenn man sieht, beim Steam Deck sind die Vorteile von Linux ja schon also sehr stark im Hinblick zum Beispiel auf Standby und Integration von Updates in das System und so weiter. Das läuft alles viel besser, als das unter Windows dann häufig der Fall ist. Und trotzdem gehen diese asiatischen Hersteller dann sehr stark darauf ein, setzen dann immer wieder auf Windows. Glaubst du, das ist einfach eine Frage der Zeit? Also wenn die immer wieder Beispiele sehen, hey, die Kunden wollen auf Linux und es ist vermarktbar, dass sie dann irgendwann sagen, so jemand wie Asus, okay, wir machen jetzt Linux first. Oder gibt es vielleicht auch noch irgendwie andere Mittel und Wege, wie man das beschleunigen könnte? Also die Reaktion einiger meiner spieleaffiner Kollegen, die nichts mit Linux zu tun haben, war natürlich, ich glaube, das Erste, was sie gesagt haben, als das Steam Deck kam, war, kann man da Windows drauf installieren. Merkt man selber. Ich hatte bisher nur das ROG Ally in der Hand und fand es kacke. Also es fühlt sich an wie 3D gedrückt. Ja, ich weiß, das könnten, also du kannst ja gerne noch was dazu sagen. Was mir daran überhaupt nicht gefallen hat, und das ist, glaube ich, bisher zumindest ein Alleinstellungsmerkmal von des Steam Decks, ist die Oberfläche, die Game-Oberfläche. Du willst auf so einem kleinen Bildschirm kein Windows. Also man will das normalerweise eh nicht, aber das ist wirklich eine Katastrophe, sich auf diesem Mini-Display dann irgendwie diese Einstellung, das ist alles nicht für Mobilbedienung, für diese kleinen Displays gemacht. Und da hat Valve wirklich einen guten Job gemacht. Und ich könnte mir vorstellen, es hakt halt immer noch an ein paar Spielen. Also Leute, die mit Windows spielen, haben oft so einen Blick drauf. Naja, ich gebe zu, das sind Spiel auch AAA-Games, aber eigentlich liegt meine Liebe eher im Indie-Bereich. Und viele von diesen Spielen, die halt nicht laufen oder nicht so gut laufen, die sind mir egal. Und ich finde, wenn sowas wie Cyberpunk 2077, Elden Ring und Baldur's Gate 3 draufläuft, dann was will ich dann eigentlich noch mehr? Aber die haben natürlich bestimmte Spiele, die ich jetzt vielleicht hier nicht im Blick habe, die
unter Linux noch nicht laufen. Das könnte aber sein, dass sich das noch ändert. Und ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht ein Linux-System, was eine richtig gute, also ich meine, bei SteamOS ist es ja so, das gibt es nicht zur Installation. Man kann sich das natürlich runterladen, weil es ist ein Linux, es ist Open Source und kann sich ein Installations-Image machen, aber ich glaube, da scheuen die Hersteller davor zurück. Ich könnte mir vorstellen, dass eine Firma, die vielleicht ein rundes System für solche Fälle anbietet, wo auch das mit dem Game Over, also mit dem Game UI gut funktioniert, wo vielleicht auch so Sachen wie Epic Store und sowas schon voreingestellt ist, das macht Valve natürlich nicht, weil es ist ja Konkurrenz, aber sowas vielleicht schon mal eingerichtet und eingebunden, das ist ja kein Hexenwerk eigentlich, und man sich nur noch irgendwie anmelden muss, ich kann mir schon vorstellen, dass das interessant ist, weil ich gehe davon aus, dass Windows einfach Lizenzgebühren kostet. Und diese Geräte, da ist ja auch entscheidend, wie teuer sind die eigentlich? Kaufe ich mir sowas? Ich meine, es gibt Leute, die kaufen sich jedes Gerät, egal wie teuer die sind. Aber ja, es ist, also das Steam Deck ist nicht billig. Das kostet je nachdem, gut, es gibt es jetzt auch für um die 300, aber wenn man ein bisschen Platz haben will und wenn man Cyberpunk spielen will, braucht man ein bisschen Platz, wenn noch drei Spiele in der Größe, dann muss man da richtig Geld für hinlegen und dann sind halt 100 Euro mehr oder weniger schon ein Unterschied. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das interessant sein könnte. Ich bin auch sehr gespannt, wie eure Kooperation mit Orange Pi ausgeht. Genau, also wir haben im Moment, weiß ich von den Kollegen, wir haben mehrere andere Geräte angefordert, die laufen alle mit Windows. Was ja nicht heißt, dass wir nicht einfach mal ein Linux drauf machen würden, wenn wir eins hätten, so, was uns jemand schickt. Die testen wir gerade, wir haben ja beim letzten Jahr einen Schwerpunkt zu Linux Gaming gemacht, wo ich auch noch mal ein bisschen praktischer auf diese ganzen Tools eingehe und noch eine ganze Menge mehr am Rand für Proton-Installationen und so weiter. Also wenn ihr da irgendwie, oder wenn ihr noch Fragen habt, die ihr hier nicht stellen wollt, könnt ihr mir die über Mastodon schicken, dann kontaktiert mich gerne. Eine Frage noch, also nachdem das jetzt ein Vortrag zum Spielen unter Linux ist, was ist dein Lieblingsspiel und warum? Das war jetzt ganz gemeine Frage. Also es variiert immer ein bisschen. Ich würde gerne mehrere Titel nennen, aber mein All-Time-High in den letzten Jahren ist tatsächlich Seven Days to Die. Also ich bin eine begeisterte Survival-Spielerin, das gebe ich zu. Meine zwei Favoriten aus dem letzten Jahr sind Dredge, so ein Angel-Gruselspiel, fantastisches Game. Tatsächlich, das ist mein Highlight aus dem letzten Jahr. Und ich hatte viel Spaß mit Dave the Diver tatsächlich. Das sind so meine, die ich so in den letzten Monaten gespielt habe. Ich spiele halt sehr viel Indie-Games an, hier im CT-Zock-Kanal unter anderem und in meinen privaten Kanälen. Also da gibt es auch, wenn ihr sehen wollt, was ich spiele, ich habe da eine Playlist angelegt, Windows-Spiele unter Linux, die mittlerweile auf über 50 Titel angewachsen ist. Da könnt ihr gerne schauen, ob die Sachen bei mir laufen oder nicht gut genug. Mhm. Windows 10 läuft ja 2025 aus und Windows 11 unterstützt nur Rechner, weiß nicht, irgendwo ab bei den Intels ab Generation 7 oder 8. Und da wird natürlich unheimlich viel Hardware, gebraucht Hardware dann da sein, die im Prinzip man nur noch mit Linux benutzen kann. Und jetzt ist die Frage, wird das irgendeinen Einfluss haben oder was denken Sie, was wird es etwas ändern auf dem Markt oder ist es im Prinzip so, dass die meisten dann doch eher aktuelle Hardware haben, die es gar nicht interessiert? Also ich kann natürlich schlecht abschätzen, wie viele Leute tatsächlich dann umsteigen oder sich lieber einen neuen Rechner kaufen, aber die Menge der Anfragen steigt. Wir haben aktuell einen Schwerpunkt Umsteigen auf Linux in Planung, weil uns klar ist, dass die Leute diese Frage demnächst sich damit rumplagen werden und überlegen werden, auf Linux umzusteigen, wo wir eben genauso Fragen auch beleuchten. Ich denke schon, dass es Leute, die versiert genug sind, weil eine Linux-Installation ist halt auch immer so, sie ist natürlich nicht schwierig. Im Idealfall sind das 5 Klicks, glaube ich. Aber halt nur, wenn ich meine Windows-Partition nicht behalten will und irgendwelche komplizierten Setups habe oder Pech. Oder manche trauen sich, glaube ich, auch einfach nicht ran. Das versuchen wir so ein bisschen abzufangen. Aber ich glaube tatsächlich, dass im nächsten halben Jahr viele Leute es versuchen werden mit Linux. Das ist zumindest auch meine Hoffnung. Weil sonst ist ja sehr viel alte Hardware, nicht alte Hardware, meines Erachtens plötzlich obsolet. Genau.
Aber jetzt, glaube ich, haben wir wirklich keine Fragen mehr. Genau. Gut, dann nochmal vielen, vielen Dank, Liane, für den Vortrag. Gerne.